Du möchtest für deine Betäubungsmittel-MPU einen Betäubungsmittelabstinenznachweis erbringen und möchtest dabei keine Fehler machen. Du wunderst dich, dass bei deinem Abstinenznachweis Betäubungsmittel nachgewiesen worden sind, obwohl du keinerlei konsumiert hast. Es wurde bei deinem Abstinenznachweis Stoffe nachgewiesen, die du nie in deinem Leben im Vorfeld konsumiert hattest. In diesem kurzen Film erkläre ich dir, worauf du achten musst, um einen sauberen Abstinenznachweis für Betäubungsmittel hinzubekommen und welche Fehler du unbedingt vermeiden musst. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal MPU-Spezialist, der YouTube-Kanal rund um das Thema Führerschein, MPU und MPU-Vorbereitung. Wenn du wissen möchtest, wie lange du deine Betäubungsmittelabstinenz nachweisen musst, wie dieses funktioniert und wo du dieses tun kannst, dann informiere dich in dem Video der Abstinenznachweis bei der Alkohol- und Drogen-MPU hier auf meinem Kanal. In diesem Video geht es darum, was du tun kannst, damit du einen sauberen Abstinenznachweis hinbekommst und keine böse Überraschung im Nachhinein erleben musst. Egal, ob du den Abstinenznachweis über Haare oder Urin nachweisen möchtest, es ist in jedem Fall wichtig, dass keinerlei Betäubungsmittel in deinen Körper gelangen und dass die bereits in deinen Körper gelangten Betäubungsmittel zur Zeit, in der du noch konsumiert hast, bis zum Nachweis in deinen Körper wieder abgebaut sind. Auf diese Punkte solltest du dabei achten. Um möglichst schnell den Führerschein zurückzuerhalten, wollen viele Betroffene, gleich wenn sie aufgehört haben, Drogen zu konsumieren, mit dem amtlichen BTM-Abstinenznachweis beginnen. Oft ist dann jedoch im ersten Urinscreening bzw. in der ersten Haaranalyse doch noch Rückstände zu finden. Das liegt daran, dass die Droge, die du im Vorfeld noch konsumiert hattest, einige Zeit braucht, bis sie wieder abgebaut ist. Bei einigen Drogen dauert dieses nur wenige Stunden, bei anderen schon einige Tage. Eine Sonderstellung nehmen hierbei jedoch Cannabisprodukte ein mit dem Wirkstoff Tetrahydrocannabinol, kurz abgekürzt THC. THC ist fettlöslich und wird in den Fettzellen des menschlichen Körpers eingelagert und auch nachträglich wieder freigegeben. Auch bei nur gelegentlichem Cannabiskonsum kann es bis zu einem Monat dauern, bis keinerlei Cannabis mehr in der Blutlaufbahn nachzuweisen ist und damit ein sauberer Abstinenznachweis erfolgen kann. Es gab schon Fälle, wo bei Dauerkonsumenten es noch wesentlich länger gedauert hat. Deshalb solltest du nach Abstinenzbeginn ein bis besser zwei Monate warten, bevor du mit dem Nachweis beginnst. Während des BTM-Nachweises sollst du keine Crash-Diäten oder sportlichen Hochleistungen durchführen, weil immer wenn Fettpölsterchen im Nachhinein abgebaut werden, kann auch hier THC im Nachhinein wieder freigesetzt werden und in die Blutbahn gelangen und somit auch bei den Abstinenznachweisen festgestellt werden. Diese Werte sind extrem gering, aber sie reichen aus, um keinen weiteren Abstinenznachweis mehr hinzubekommen. Dass du aktiv keine Drogen mehr konsumieren darfst, ist, glaube ich, selbstverständlich. Ich denke, es ist auch überflüssig, darauf hinzuweisen, dass du keinerlei andere Drogen konsumieren darfst, als die, die bei dir festgestellt worden sind. Es werden nämlich sämtliche Drogen beim BTM-Abstinenznachweis überprüft. Eine Ausnahme bildet der sogenannte legale THC-Konsum. THC-Produkte haben mittlerweile eine Apothekenzulassung und können zum Beispiel bei ADHS oder auch beim Tourette-Syndrom ärztlich verordnet werden. Sobald eine ärztliche Verordnung vorliegt, darf das medizinische Produkt in der verordneten Dosierung weiterhin konsumiert werden, weil in diesem Fall wird es als Medikament angesehen. Und somit darf natürlich auch beim Abstinenznachweis THC positiv getestet werden. Allerdings muss in diesem Fall der Abstinenznachweis frei sein von jeglichem anderen Drogenkonsum. Wenn du in der Vergangenheit Opiate wie Opium oder Heroin konsumiert hast, so musst du dieses übrigens beim Abstinenznachweis angeben, weil dann ein erweiterter Abstinenznachweis durchgeführt wird.
Neben dem aktiven Drogenkonsum musst du auch den passiven Drogenkonsum unbedingt vermeiden. Das heißt, meine sämtliche Plätze und Orte, an denen andere Drogen vor allen Dingen in gerauchter Form konsumieren. Besonders in geschlossenen Räumlichkeiten, aber auch außen atmest du den Rauch ein und die Substanzen werden in deinen Körper angereichert. Das kann ganz schnell dazu führen, dass du keinen sauberen Abstinenznachweis mehr hinbekommen kannst. Pass auf, dass dir niemand Drogen in dein Getränk mischen kann. Auch bei sogenannten Freunden kannst du dir nie sicher sein. Oft sind Freunde neidisch, wenn du es schaffst, dich von den Drogen loszusagen und versuchen dir, die Abstinenz zu verhageln. Vielleicht haben sie auch einfach Angst, dass du keine Zeit mehr mit ihnen verbringst. In meiner Praxis musste ich leider schon häufig feststellen, dass sogenannte Freunde meinen Kunden Drogen ins Getränk geschüttet haben, damit sie den Abstinenznachweis nicht bestehen können. Pass darüber hinaus auf, dass dir niemand K.O.-Tropfen bei Veranstaltungen oder in Diskotheken in dein Getränk mischt, denn auch das würde keinen sauberen Abstinenzbeleg mehr erbringen. Verzichte auf sämtliche Mohnprodukte wie Mohnbrötchen oder Mohnkuchen während deiner Abstinenzzeit. Mohn enthält Opium, zwar nur in sehr geringen Mengen, sodass du die Wirkung niemals verspüren wirst, aber auch diese geringen Mengen reichen aus, dass du keinen positiven Abstinenznachweis hinbekommen wirst. 90% der Banknoten in Deutschland haben Kokain- oder Amphetaminanhaftungen. Das liegt daran, dass Konsumenten die Geldscheine gerne zu einem dünnen Röhrchen aufdrehen, um damit nasal Amphetamin oder Kokain zu konsumieren. Kleine Partikel der Droge bleiben dabei an den Geldscheinen hängen. Und wenn du oft mit Banknoten zu tun hast, weil du vielleicht an der Kasse arbeitest, wirst du sehr häufig mit diesen Drogen in Berührung kommen. Sobald du dir dann mit den Händen auf die Schleimhäute fasst, weil du dir zum Beispiel die Augen reibst, wirst du die Droge in deinen Körper aufnehmen. Auch das nur in so geringen Mengen, dass du davon niemals eine Wirkung spüren wirst. Aber diese geringen Mengen reichen aus, dass dein Abstinenznachweis nachher positiv auf Kokain oder Amphetamin ausfallen könnte, auch wenn du diesen Stoff nie wissentlich eingenommen hast. Auch das Thema Alkohol spielt bei der Betäubungsmittel der MBU eine große Rolle. Das liegt zum einen daran, dass der ehemalige Drogenkonsument rückfällig werden kann, wenn er betrunken ist. Darüber hinaus soll eine Suchtverlagerung von der Droge zum Alkohol vermieden werden. Allerdings wird bei einer Betäubungsmittel-MBU nicht automatisch eine Alkoholabstinenz vorausgesetzt. Eine zusätzliche Alkoholabstinenz ist nur dann notwendig, wenn du im Vorfeld zusätzlich zur Drogenproblematik auch nachweislich eine schwerwiegende Alkoholproblematik hattest. Auch wenn deine Drogenproblematik so schwerwiegend ist, dass von einer Abhängigkeit auszugehen ist, musst du Alkoholabstinenz leben. In diesem Fall musst du die Alkoholabstinenz in der Regel jedoch nicht nachweisen. Es ist jedoch vorteilhaft, wenn du mit 3 cm langen Haaren zur BTM-MPU gehst. Die Haare dürfen weder gefärbt noch getönt sein, damit du im Notfall die letzten 3 Monate Alkoholabstinenz nachweisen kannst, wenn der Psychologe dieses von dir verlangt. Alkohol kann im Gegensatz zu Drogen immer nur 3 Monate rückwirkend nachgewiesen werden. Bei Drogen geht dieses bis zu 6 Monaten. Ein Sonderfall ist es, wenn du substituiert wirst, weil du eine Opiatabhängigkeit hast. In diesem Fall musst du ebenfalls komplett alkoholabstinent leben und solltest die Alkoholabstinenz parallel zur Betäubungsmittelabstinenz komplett nachweisen. Dir steht eine MPU bevor und du hast weitere Fragen zur Abstinenz oder zur MPU, dann kannst du gerne ein kostenloses und unverbindliches MPU-Erstgespräch mit mir vereinbaren. In diesem Gespräch beantworte ich dir all deine Fragen und erkläre dir die Möglichkeiten und den Ablauf einer MPU-Vorbereitung in meiner Praxis. Du kannst das Erstgespräch online über meine Homepage buchen oder telefonisch mit mir vereinbaren. Dieses kostenlose Erstgespräch kannst du entweder persönlich in meiner Praxis in Göttingen wahrnehmen oder deutschlandweit per Videochat mit mir zusammen durchführen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video dabei helfen, eine saubere BTM-Abstinenz hinzubekommen. Dir hat gefallen, was du gesehen hast? Du möchtest weitere Informationen rund um das Thema Führerschein, MPU und MPU-Vorbereitung? Dann abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du über neu erschienene Videos jederzeit informiert wirst. Wenn dir die Informationen in diesem Video weitergeholfen haben, freue ich mich über einen Daumen hoch.